Hat die Handtücher aus dem Bad geklaut, auf jeden Fall. Ich Hanse, schnell weg. Komm, wir gehen mal pennen. Ey, guck mal, wenn Switch da auf ist, rennt's nicht. Wenn's zumacht, wenn wir's zumachen, rennt's übelst. Ah, schön. Na komm. Der. Was, wo, was, wie, wer? Könnt man die Butter in den Kühlschrank machen? Ich traue der Wohnung hier nicht mehr. Hier ist irgendwas, ist hier nicht. Sieht aus wie die zwei roten Augen aus der Xbox-Folge. X-Faktor-Folge. Da gehen wir schlafen. Alter, schuppert sich der Geist zu Ende. Was macht der? Reibt er sich an meinem Schrank? Verpiss dich. Und Tanga hat er auch noch an. Was ist das? Hat er das gesehen? Steht da so an meinem Schrank? Drecksau. War bestimmt der Hausmeister vor mir. Weiß Gott, was der hier getrieben hat. Rennt immer noch. Loch im Schrank, ajo! Was soll denn das? Raus hier! Das Laken weht im Wind. So, wir haben Sonntag. Heute haben wir frei. Hat der Hausmeister überhaupt frei? Schau dich im Haus um. Alles klar, machen wir. Jemand hat schmutzige Fußspuren im Flur hinterlassen. Nimm den Mob aus der Putzkammer, fülle den Eimer mit Wasser, stell den Eimer im Flur hin, wische einen Fleck auf und dann reinige den Mob im Wasser des Eimers. Drücke C, um in die Hocke zu gehen. Alles klar. Ja, ist ja gesprungen. Da brauchen wir 3 Schritte, für die dort Distanz zu überbrücken. Mob. Mob, Mob, Mob. Einmal Wischmob, bitte. Füllen mit Wasser. Müssen wir das bei uns in der Wohnung auch noch machen? Ich glaube, ja. Wo mache ich denn da jetzt Wasser rein? Den Eimer mit Wasser. Ist doch Wasser drin? Scheiße, wo kriege ich jetzt Wasser her? Bestimmt unten im Keller, im letzten Ecken. Aber ekelhaft, guck, was die alle für krumme Hände haben. Ich dann Wasser her. Ich brauche einfach nur raus, neben das Bettlaken zum Trocknen zu stellen. Dann haben wir schnell Wasser genug im Eimer. Ist kein Wasser. Du hast gerade Hubschrauber gelandet im Keller. Ich weiß es nicht. Vielleicht hier in der Küche? Ah, guck mal da. Tatsächlich hat das Licht ausgemacht. Hausmeister-Simulator. Irgend so ein geiles Simulator-Spiel hätte ich auch mal nochmal Bock drauf. Wo man irgendeinen Mist simulieren muss.
Und jetzt? Ach so. Kann ich ihn abstellen? Ah. Ah, so abstellen und putzen. Licht schon nochmal aus. Sieh nix. Jetzt hier willst du wissen, wann ich. Ja, schön! Ja, schön! Oh, das steht ja immer so ewig weit weg. Kann ich den nicht nochmal aufheben? Doch. Stellen wir erstmal da hinten ab. Ich will nicht immer so weit rennen. Mach das Licht an, ich hatte Angst. Um Gottes Willen, mach doch das Licht an. Der ängstliche Hausmeister. Zeit, die Garage zu fegen. Oh ne, bitte nicht. Da verdrecke ich mich schon die ganze Zeit von dieser ätzenden Garage. Wo ist der Handfeger? Da ist noch ein Toilettenpümpel. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch noch eine Toilette nachher sauber machen. Kann ich der Handfeger schon? Ah, der Handfeger. Achso, das kleine Ding hier. Oh, ich will nicht in die Garage. Die Garage ist ätzend. Außerdem ist das da hingelaufen. Ich hab gar keinen Bock da auf die Garage, aber egal, wir müssen. Holt uns ja keiner ab. Ich warte schön, bis das Licht gleich wieder angeht. Ich hab doch gar keinen Bock drauf, dass das mittendrin ausgeht. Gott, bitte nicht! Immer noch. Ist nix mehr. Doch, ein Blatt ist tatsächlich noch da. Noch Blätter, ich sehe nix. Ich hatte Angst. Zeit die Garage, da muss ich vielleicht noch außen fegen. Ne, außen ist nix. Ah, da ist auch noch ein Blatt. Mit dem Handfeger fegt der die Garage, der macht mich ab, fertig. Klar, wenn ich die Garage fege, hole ich auch den Handfeger, aber nur wenn ich den Haufen schon zusammengekehrt habe. Ist nichts mehr. Bitte sag doch endlich, dass ich fertig bin hier unten. Ich will nicht in der Garage bleiben. Oder sieh nicht, da ist nur was. Sehen da nichts mehr. Das ist, weil der Dreck genauso aussieht wie der Boden. Das ist der Boden. Ist nichts mehr. Das war's. Ah. Ah. Ah, ich hatte schon gedacht, ich hatte schon damit gerechnet. Das war immer eine abtappelt vor mir.
Bis jetzt sind es ja nur Jumpscares. So wirklich was passiert ist uns jetzt nicht. Ruhig. Ah, der Schlüsseldienst. Hat auch Zeit gehen. Ich habe hier kein warmes Wasser mehr. Kümmern Sie sich drum. Alter, das muss bestimmt ein Traumberuf sein, Hausmeister. Was muss ich machen? Heizungskeller. Neben dem Waschraum. Alles klar. Das ist der Waschraum, da müsste hier der Boilerraum sein. Okay, wir haben einen Schlüssel. Garagenschlüssel, ja, okay. Boiler lacht wieder. Lichter gehen nicht. Was ist denn jetzt? Bring den Müll raus. Nimm den Müllbeutel unter der Spüle in deiner Wohnung. Schmeiß ihn in die Mülltonne. Im Schuppen vor deinem Haus. Würde ich gerne, aber B2 ist gerade... Ja, das ist gut, das ist gut. Alles klar, ihr kennt mich mal. Ja. Das muss ich da durch die dunkle und die Lichter gehen nicht. Warum gehen die Lichter nicht? Warum muss ich jetzt dort durch? Ich sehe nichts. Was ist das? Was wohnt hier? Das sind die Kakerlaken, die sind schon mutiert. Ganz normaler Hausmeister-Alltag. So. Müssen wir dann. Ah, Müll rausbringen. Machen wir das mal. Was sind das für Viecher? Ich gucke mir das auf jeden Fall nochmal in Slow-Mo an. Ja. Nee, du nicht. Die scheint nicht keine Zeit. Ja, oh Gott, die hört hier nämlich auf. Die ist richtig penetrant, die Alt. Ja. Haben Sie den Boiler repariert? Gut. Ja, ich mache meine Arbeit. Und jetzt verschwinden. Sapperlott, Himmel, Herrgott, Dunnerkeil noch mal. Müll rausbringen. Yep. Ich bin's, der Hausmeister. Jeden Donnerstag um 8. Ah, die Mülltonnen müssen vors Haus. Denn jetzt Gott sei Dank nur noch 3, waren doch vorhin mehr. Jo, was ist. Guck mal. Spiegelung. Kennen gesehen. Aber hier geistert irgendwas anderes rum. Irgendwas, irgendein Geheimnis birgt dieses Haus auf sich. Mit sich. Um sich. Ja, alle Mülltonnen auf 100. Ja, ja, irgendeiner hat uns schon gefallen gedorn und hat schon den rechten Müll rausgestellt. Vielleicht war es unser Hausmeisterkollege, der vorhin bei uns im Schlafzimmer gestanden hat und sich am Schrank geriebt hat. Da.
sehr penetrant. Oh, Telefon geht auch. Ja, bitte. Eine Ruhe als Hausmeister. Bitte kommen Sie hoch. Das Tropfen ist schlimmer geworden. Oh, oh. Ach, stimmt. Was haben wir dann halt für Dach? Immer noch so ein Dach. Erinnerte Fernseher. Oh, die Kinder wollen schon immer die Wände an. Ist das bei uns? Nee, Gott sei Dank nicht. Vielleicht das Wohnblock hier auf dem ehemaligen Indianerfriedhof entstanden. Ich weiß ja auch nicht. Haus erst warm. Mal hoch. D1. Ah, D1. Ah, das ist hier. Und offen drüber ist hier D2, wo man da drin kommt. Das ist das große, geheime, finale Secret in dem Spiel. Boah, ja, das sieht übel aus. Geh hoch zur Wohnung D2. Oh, es tut mal leid. Ich fürchte mich. Ja, das doch sieht richtig, richtig übel aus. Ich gehe sofort hoch. Können wir nicht so stehen lassen. Der kriegt jetzt von mir was zu hehren da oben. Spinnenmensch oder nicht, ich komme. Geballte Macht des Hausmeisters gibt's jetzt. D1, jawohl. Aber ist D2, Vodafone. Die lassen von oben eine Unne laufen. Ja, wie es aussieht. Zack, uff ist das Ding. Ich komm rein. Oh, leck. Okay. Das ist nicht so gut. Ist das die alt? Rufe einen Rettungswagen. Ja, erstmal drehen wir das Wasser ab.